Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 5. Wir sind beim letzten Mal endlich fündig geworden, was den Grapplehook angeht. Wenn ich richtig informiert bin. Du bist doch Lord Michael. Hast du mir den nicht gegeben? Oder können wir den nicht benutzen? Okay, hier ist er nicht. Oh, mal schauen. Also es kann ja nicht, dass der uns hier bescheißt. Also, Grapple. Okay, es ist offensichtlich kein benutzbares Item, oder? Moment. Tastenbelegung gucken. Sieht nicht so aus. Das ist ja hochinteressant. Mal gucken, wie wir das Ding benutzen können. Naja, das wird sich hoffentlich zeigen. Ich würde sagen, wir verschwinden hier mal. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge Sachen, die wir erledigen können. Also, da fangen wir mal an. Wo sind wir hier nochmal? Hier sind wir im Lykium. Das ist ein bisschen weit ab vom Schuss. Wir wollen erstmal am besten irgendwo hin, wo wir ein Schiff haben. Also wieder zurück nach Britain. Da haben wir unser Schiff geparkt. Weil wir haben noch... Oh, nee, wir können hier mal ausprobieren, den Göppel. Also, dann machen wir das mal Exit. So, wie können wir jetzt grappeln? So nicht. Ist es Climb? Ich meine, das wäre logisch. Impossible. Climb ist es nicht. Was haben wir denn? Attack Board. Cast. Enter. Fire. Get. Hold up. Ignite. Jimmy. Climb. Look. Mix. New Order. Open. Push. Quit and save. Ready. Search. Talk. Use. View. Exit. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding benutzen soll. Okay. Wir können diese ganz hohen können wir nicht überklettern, ne? Okay. Wie kommen wir denn da hin? Und wenn wir können beim Klettern auch fallen, dann nehmen wir Schaden. Das ist ja hochinteressant. Okay. Climb. Wir müssen also einen Weg finden. Also diese Dinger können wir auch mit dem Grapple nicht überklettern. Okay, gut zu wissen. Hat sich das geklärt? Da das Find a Weapon. Das müsste ein Glassort sein. Finden wir noch mehr? Nope. Okay. Climb. Okay. Na gut. Geht das auch, wenn wir auf dem Carpet sind? Nee, okay. Gut, haben wir das gelernt, dann... Okay, also zum 12. Mal Orks. Bis gleich. So, dann wollen wir weiter. Britain, wo bist du? Das war hier unten irgendwo. Hier. Oh, schon wieder zu weit nach Süden. Ich gehe mal zu weit nach Süden. Okay, also wir wollen unser Carpet einsammeln. Dann wollen wir auf unser Schiff. Das doofe Ding da wegschießen. Und das auch. So. Wo wollte ich jetzt hin? Hätte ich mir das überlegt? Ne, hatte ich mir nicht überlegt. Also, Buccaneers, dann waren wir fertig. In New Maginzia waren wir noch nicht, da können wir mal hin. Und wir haben noch eine ganze Menge Sachen, die wir auf dem Wasser erledigen sollten. Also, wir haben hier einmal... das wird alles komplizierter hier. Wir haben ja jetzt... Das sind 5 Seiten, die ich mich hier durchblättern muss. Es wird irgendwie immer mehr. Wie
wollen zur nordöstlichsten Insel unter Illistaria treffen. Dann, das ist ganz schön weit weg von hier. Was haben wir noch irgendwas in der Nähe hier? Und dann sollen wir noch mit irgendeinem reden, der irgendwo, was ist das, im Süden? Irgendwas habe ich noch im Kopf mit südlich. Hier. Sutek knows how to destroy Shadow Lords on Isle in the south of the Great Sea. Okay, in der Great Sea sind wir gerade. Dann würde ich sagen, wenn wir... wieso benutze ich eigentlich... Vergesse ich das eigentlich jedes Mal hier? So. So, dann... Geht's erstmal, würde ich sagen, nach New Magincia. Wieso sind denn jetzt hier so viele Monster? Das ist ja... unschön. Wo zur Hölle sind wir überhaupt? Ja, das ist hilfreich. Okay. Ich meine, irgendwann müssen wir irgendwo hinkommen. Das hat sich schon... Das haben sich schon große Entdecker gedacht, wenn sie einfach in irgendeine Richtung fahren. Mit ihrem Schiffchen werden sie irgendwo ankommen. Vielleicht sind nicht mehr alle am Leben, aber wir kommen zumindest irgendwo an. Okay, wo sind wir jetzt hier? Was? Das ist die Insel, wo wir auch hin wollen. Wir sind wieder einmal um die Welt herumgesegelt, sind auf der anderen Seite wieder reingekommen. Das war nicht Stonegate, das war das andere, Border March. Seek out Sir Simon on the Isle West of Spiritwood. Können wir jetzt auch schon machen, ich wollte eigentlich erstmal noch die Städte erledigen. Also wenn wir jetzt im Border March sind, müssen wir jetzt einfach nur nach Westen segeln, dann kommen wir irgendwann von Osten wieder in die Karte rein und kommen hier nach New Magincia. Wunderbar, so hatte ich mir das. Das ist nicht New... Das ist... Ist das New Magincia oder Buccaneers denn? New Magincia und... Ach. Das, ihr seid wirklich lästig, wisst ihr das? Okay, Enter. Nee, nicht Enter Board. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt im Süden der großen See hier irgendwas finden. Also, wir im Süden. Serpent Hold können wir auch noch machen. Das ist ja auch im Süden. So. Das sieht gut aus. Okay. Keine Ahnung, was das hier ist. Okay. Ach, war das hier, wo diese komischen... Ja, wo in Ultima 4 war hier noch keine Insel. Da waren diese Lava-Dinger, die waren irgendwie im Meer, glaube ich. Mal gucken, was hier ist. Ach, gucke an! Ah, Schloss? Na, ich habe so eine Ahnung, wem das gehört. da gucken wir. Okay, das merken wir uns mal. Da gucken wir aber jetzt noch nicht hin. Nicht extra. Boah, mein Gott. Okay, das ist also. Aber das kann ja nicht gemeint sein, weil das ist ja nicht. Oder ist das Sutek? Also ich hätte jetzt gedacht, das ist das Schloss von Lord Blackthorn. Na gut, wisst ihr, was wir machen? Wir speichern mal. Und dann gucken wir uns das mal an, wessen Schloss das hier ist. Oh ja, mit leckern... Oh, ist ja auch gar keine ominöse Musik, wa? Das Spiel ist kein bisschen voreingenommen. Okay, das ist also Blackthorn. Ja. Also das ist das... Palace von Blackthorn, das ist gut. Da werden wir auch noch hin müssen, aber in die Höhle des Löwen will ich unbedingt noch nicht jetzt. Da will ich erstmal noch ein paar andere Sachen erledigen. Könntet ihr mal sterben, bitte? Das ist ja... Na also. Schön einer Poisoned. Wo ist nochmal unser Schiff? Da. Board.
So. Wo ist jetzt der Kollege Sutek? Also Moment, Moment, hier ist doch, hier muss doch auch gleich die Insel des Kodex sein. Da können wir noch was. Oh! Ich würde sagen, da können wir noch was anderes machen, aber vorher müssen wir uns hier mit den üblichen Barden herumärgern. Ein ständiges Ärgernis, das ist. Aber immerhin lassen sie schöne Sachen fallen, wenn man sie totschlägt. Ist gut zu wissen. Wenn man Musiker ermordet, lassen sie schönen Kram da. Es kann immer hilfreich sein, sowas zu wissen. Für den Alltag, wenn man es braucht. Nun, sterb doch mal hier. Na also. Schön finde ich auch, dass die Chests so groß sind, wie die Charaktere selber. Aber gut. Kleinigkeit noch nur. Du bist tot. So, leider können wir Schiffe nicht verkaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Achso, jetzt muss ich mal. Nicht Shamino, du musst mal aus dem Weg. Obwohl, du kannst es eigentlich auch machen. So, so, so. Search. Open. Get. Search. Search. Cast. Unlock of. Yolo. Okay. So, nehmen wir das Schiff, das ist wieder, das ist heile. Lassen wir das Kaputte da zurück. Ich denke, das ist nur fair. So, ich wollte zur Isle of the Avatar. Da kann man nämlich diese blöde Quest dann mal erledigen. Exit. So, 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 so. Was soll das denn jetzt? Muss ich hier wirklich sich uns eine Schlange in den Weg stellen? So, das war das nötig. War das nötig? Paar Seeker. Ja, ja, wir sind Seeker, total. Und wir seeken irgendwas. Versuchen seeken wir Justice, glaube ich. Those who inflict injustice, ja, das klingt nach Justice, upon others cannot expect fair treatment unto themselves. Ja, an der rosaroten Traumwelt mag das stimmen. So gut, dann. Ja, bitte, dann. Muss man dich auch noch umbringen, weil sonst lässt du uns ja nicht wieder gefahrlos aufs Schiff, weil du hast ja. Kannst ja auch Schiffe angreifen, glaube ich, mit deiner Fernattacke. Blödes Vieh. Sea Serpent. Get board. Board. Fire. So. Okay, Justice haben wir erledigt. Dann müssen wir jetzt nur zu. Fire. Fire. Kann es sein, dass die immer besser schießen als wir? Können wir euch nicht angreifen, sag mal? Das ist ja lästig.
Dann machen wir mal Money auf dich. Money auf dich. Money. Nee, Quatsch. Cast Money auf dich. So, dann bringen wir das Ding mal schnell um und dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir dieses Piratenschiff da bekämpft kriegen. Witzigerweise sind die im Schiff-to-Schiff-Battle immer besser als wir. Also, in Zukunft merken wir uns, da legen wir es gar nicht erst drauf an. Wir versuchen sofort, so schnell wie möglich, das gegnerische Schiff zu boarden. Ihr verdammten Penner. Hat schon wieder ein Schiff gekostet. Und eine ganze Menge Health. Also werden wir danach auch gleich nochmal rasten müssen. Aber das werden wir ja bei dem Kollegen Sutek sicherlich können. Der wird ja sicherlich auf unserer Seite sein. Ich glaube, der ist sogar auf unserer Seite, weil wir wollten den noch was fragen über... How to destroy Shadow Lords. Ja, ich denke, der wird auf unserer Seite sein. Ach, come on. So. So, dann macht diesmal Shami nur das Gefährliche. Ja, der Teufel steckt immer im Detail. So, also wir wissen aber immer noch nicht, wo Sutek ist. Also, wir wollen mal irgendwo gucken. Ist da schon wieder ein Schiff? Nee, das ist eins, das wir da gelassen haben. Okay, also Blackthorns Castle ist wirklich direkt neben der Insel des Avatar. Das ist ja hochinteressant. Okay, dann mal gucken, was wir hier noch so im Süden finden. Oder ein bisschen weiter. Hier. Ist hier irgendwas? Ja, da ist was. Ups. So, bist du hier bei... Sind wir hier bei Sutek? Hat. Okay. Du magst offensichtlich Sumpf. Okay, eine ganze Menge tote Bäume. In denen nirgendwo was drin ist. Wie schön. Okay. Mhm. Alex, okay, hier wirst du sein. Gucken wir Vollständigkeit halber. Ups. Hier nochmal rum, ob wir hier irgendwas finden. Nein. Was haben wir hier? Oh! Hallo? Oh! Dich suchen wir! Gut, bist gar nicht zu Hause. Okay, na gut. Was ist deine? Ich bin Wärtner. Wollte ich das eigentlich gar nichts angeht. Aber ist aber geil. Art thou the Avatar of Legend? Natürlich. I've been scrying for the nature of the three shards. Hast du. I have learned they were formed at the time of the first Dark Lord. War das Momo... das war irgendeiner mit M. Das war einer der... Mundane? Ja, irgendwie sowas. So, jetzt aber mal hier, Sutek. Suteks... Sutek, okay. Mundane, ja, es war Mundane. When Mundane's Gem of Immortality was destroyed, its shards still harbored unspeakable evil. Okay, shards... Remnants
Off Mundanes. Vermute ich jetzt einfach mal, dass er uns das gleich sagen wird. Gem of Immortality. They lay festering deep within the earth, but now their malevolent power has been unleashed upon the world. The Shards and the Shadow Lords can and must be destroyed. The Shards must be recovered from their resting places in the boundless underworld and cast into the eternal flames at Mount Doom. Nein, falsch. And cast into the eternal flames of truth, love and courage. Guck an. Also, Shards must be recovered from underworld and destroyed in the fires of love. Truth, ja, Truth, Love, machen wir es richtig rum. Truth, Love, Courage. Okay. Even as each respective Shadow Lord stands nigh upon the flame of the principle it opposes. Oh. Shadow Lords. Stands nigh upon the flame. Also das ist dann ja wahrscheinlich das Feuer oder die, ja, das sind ja die Eternal Flames. Also wir müssen, also ein Shadow Lord, wir müssen einen Shadow Lord in die Nähe einer Eternal Flame seiner entgegengesetzten, des entgegengesetzten Principles locken. Und dann die Shards in der Shard in, den, in das gleiche, in eben jenes Feuer werfen. Okay. Stand nigh upon the flame of the principle it opposes. Okay. Okay. Take now this knowledge and use it well. Okay. Hier lies Lebling. In his coffin kicked the dragon once too often. He's no longer alive. He tried to drink a drive. Brüller. This has been a public... Oh, Gottes Willen. Hier lies poor Richard. Buried alive. Trying to finish... Ha, ha, ha. Wie lustig. So, jetzt wollen wir noch gucken, was in deinem Haus ist. Da können wir doch bestimmt jetzt Sachen klauen, wo du nicht da bist. Du bist ja, wie wir wissen, hier draußen. Ja. Oh. Ja, kann man. Amulet Turning. Okay, das ist bestimmt für irgendwas gut. KXC. Das ist... Kalxen Corp. Summon. Ja, Summon Demon. Ja, wunderbar. AT ist... nicht an Graf. An Tim. Time Stop. Ja, paar Grad, 8. 8 Zauber hier, warum denn nicht? So, Exit. Get. Look. Aha, okay. Search. Oh, get. Push, das können wir nicht pushen. Ne? Da irgendwie anders ran. Hier. Wenn wir das hier pushen, so. Können wir das jetzt pushen? Nee. Okay. Na gut. Wir haben das, was wir klauen konnten, glaube ich, geklaut. Und dann gehen wir jetzt mal. Yes. Use. Ich nicht gleich wieder ins Gift laufe. Exit. Get. Board. So. Okay, also, wir wissen jetzt, was wir... Moment. Also, wir wissen jetzt, was wir mit den Shards machen sollen. Wir wissen auch, wie wir... Wissen wir ja schon, wie wir die Shadow Lords dahin locken können.
Ich glaube, mich zu erinnern, irgendwas über die Shadow Lords erfahren zu haben diesbezüglich. Shadow Lords Energy Focus. Wenn nicht erfahren. Aber wozu haben wir? Wir haben noch. Moment. Wo war denn der Typ Sinvral? Astaroth ist Shadow Lord of Hyatrith. Speak in loud voice to summon. Wieso habe ich da ein Fragezeichen hintergemacht? Lord British Underground, weil er sich da nicht sicher war oder weil ich das nur aus seinen Worten geschlussfolgert habe und er es nicht direkt gesagt hat? Egal, also speak loud voice to summon. Ich meine, wir könnten es hier jetzt einfach mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, also wir müssen... Ah ja, und er hat es genau, und dann, als wir ihn dann, als wir dann für Spaß den Namen gesagt haben in der Unterhaltung, hat er sich drüber beklagt, dass wir das noch nicht machen sollen. Ja, also wir brauchen die Namen der Shadow Lords. Und wir haben bisher nur einen. Okay. Gut. Wo wollte ich noch hin? Yuma Ginzia wollte ich noch und zum Shrine of Justice. Der ist natürlich jetzt am ganz anderen Ende der Welt. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil wir an der südlichen Kante der Welt sind. Wir können hier nach Süden aus der Welt heraussegeln. Und dann kommen wir im Norden wieder an. Yep, wir sind jetzt ganz im Norden. Ist das schön. So, da kann man nämlich hier noch den Justice Car machen. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Hier ist... nee, das ist noch weiter. Da war ein Leuchtturm. Ist das hier vielleicht? Das sieht nicht so aus. Nee, müssen wir noch weiter? Ja, müssen noch weiter. Wir kommen hier nicht raus. Okay, wir kommen hier raus, sehr gut. Tricky. Dieser blöde Whirlpool da sollte man schnell... Ich hoffe, das ist ein Whirlpool. Der sollte mal ganz schnell verschwinden, bitte. So, also Justice. Bäh? Bäh? Bäh. Okay. So, und solange das Ding da nicht verschwunden ist... Ah! Wollte ich sagen, rasten wir mal kurz, aber jetzt müssen wir uns erstmal einer kleinen Mückenplage uns erwehren. So, da kommt gleich noch eine. So, dann machen wir euch auch noch weg. Weil wer schon mal campen war, weiß, es gibt nichts Schlimmeres als Stechmücken. Ich meine, das hat mit Camping nichts zu tun, es gibt grundsätzlich nichts Schlimmeres als Stechmücken. So, ziemlich... Also wenn es eine Tierart gäbe, die die Menschheit mal wirklich ausrotten könnte, dann ist es in meinen Augen, sind es in meinen Augen die Stechmücken. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Scheiß drauf, was das für Auswirkungen auf das Ökosystem hat. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, wollen wir. Schauen wir nur, dem geht's am besten. Ach, nee. Mensch. So, dann die Spinnen sind natürlich ein bisschen doof, weil die uns vergiften können. Da haben wir ja nicht so unbedingt Lust drauf. Könntet ihr die bitte mal killen da? Okay, du hast die falsche gekillt. Kommst du da nicht hin oder was? Siehst du, natürlich bist du jetzt vergiftet. Na gut, dann kannst du gleich die Truhen aufmachen. Okay. So, wer ist vergiftet? Shamino. So, du kannst dann hier mal gucken. Open. Ist natürlich nichts drin, war ja klar. Immerhin. Cast Unlocks auf Shamino. Hm.
ist offensichtlich kein guter Ort zum Port. Zum Rasten. Das Ding ist auch immer noch da. Na gut, okay, hilft ja nichts. Müssen wir die jetzt mal. Oh, bewegen. Okay, bewegen können wir uns nicht, wenn wir nicht uns direkt vergiften wollen. Das ist ja. Okay, merke nicht über Sümpfen kämpfen, weil wir zum Kämpfen offensichtlich vor unserem Magic Carpet heruntersteigen. Okay, die Truhe kann da bleiben. Aber da war doch gar kein. Das war gar kein Sumpffeld-Spiel. Das war aber Faking hier. So, ihr könnt uns hier ja nicht erreichen, ne? Aber du kannst uns erreichen. Aber das ist uns egal. Good. Yes. Na? Werden wir unterbrochen? Oder hat der Ork vergessen, wo wir sind? Hat vergessen, wo wir sind. Beziehungsweise hat gewartet, bis wir fertig geschlafen haben. Was ich sehr freundlich von ihm finde. Besonders der eine. Dann werden wir ihn gleich ermorden. So. So, dann machen wir nochmal 9 Stunden. Yes, Wärtner. Jetzt wäre mal eine Apparition ganz nett zum Heilen und so. Nope. Nehmen wir ein bisschen. So, ist aber hoffentlich dieser blöde Whirlpool nicht mehr da. Nämlich echt keine Lust, da mit meinem Schiff durchzumüssen und schon wieder ein Schiff zu verlieren. Oder was auch immer der macht. Oh, was haben die? Ja. Ich meine, es kann auch sein, dass das ein Monster ist. Ich meine, die Haie hätte ich auch nicht unbedingt als Haie erkannt. Ach Mensch, schon wieder Paul. Ach, das ist doch. Geil, so ein Cast Unlox. Der wichtigste Zauber im Spiel. So. So kompliziert. Nee, das Ding ist noch da. Board. Wie kann man das jetzt. Wenn wir hier runtersteigen, werden wir gleich vergiftet. Können wir. Ja, wir können einfach unser Gift zurücklassen. So, du geh mal weg da. Okay. So, du geh auch mal weg. So, jetzt fahren wir wieder nach Norden. Und du bleib mir vom Hals, Mistvieh. Haben wir eigentlich noch ein Schiff? Ja, Skiff meine ich. Was haben wir hier? Hier waren wir schon, glaube ich, oder? Ja, das Fahrtding, da waren wir schon, ja. Ups. Dann müssen wir wollen nach New Maginzia und Serpent's Hold können wir auch machen, weil das hier ist in der Nähe. Achso, Dings habe ich erledigt, da kann ich mal einen Haken hintermachen, sonst vergesse ich das beim nächsten Mal. Justice ist erledigt. Wir haben noch mehr über Shadow Lords erfahren. So, jetzt müssen wir hier muss irgendwas Serpent-Dings sein. Das war wieder schwierig, hier ranzukommen. Okay, das ist nicht die richtige Insel. Muss ja aber irgendwo sein. Gucken wir mal auf den Gem. Der Gem sagt, der weiß es auch nicht genau. Machen wir mal Licht. Also auf einen von diesen Inseln hier ist das. Also wir sind jetzt zur Klärung. Hier, wir waren wahrscheinlich auf der Insel oder auf der. Also hier irgendwo. Das ist Farthing. Ach, da ist Lord Blackthorn's Castle. Das ist ja auch. Ja, das ist ja auch überhaupt nicht unmarkiert. Das kann man ja mal einfach finden. Das war Sutek.
Okay, es ist sogar alles auf der Karte drauf. Hm, cool. Okay, dann so, sind wir jetzt auf der richtigen Insel? Verdammt nochmal. Ja. Enter. Serpent Soul, sehr gut. Und hier ist auch kein Dings. Kein Shadow Lord. Da würde ich sagen, rasten wir vorher nochmal. Yes. Komm, Lord British. Also, komm, unbekannte Apparition, erscheine. Und heile. Ja, dankeschön. Hm, hörst aufs Wort. Oh, hi, Vetna, for thy valiant deeds. I shall punish you. I shall reward thee. Thou art now level 6 and wiser. Cool. Hi, Shamino, for thy valiant deeds I shall reward thee, thou art now level 5 and stronger. Hi, Mariah, for thy valiant deeds I shall reward thee, thou art now level 5 and stronger. And YOLO, fuck off. Okay, cool. So, jetzt nur mal für Spaß, wie viel fehlen dir? Okay, 5 Erfahrungspunkte, na gut, okay. Ja, ich würde sagen, Serpent's Hold machen wir beim nächsten Mal. Das ist schon wieder, ne? Die Zeit verfliegt bei diesem Spiel, das ist fantastisch. Ja, da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter in Serpent's Hold. Mal gucken, was wir hier finden. Dann darf ich Numaginsia nicht vergessen. Und Border March und die Insel im Nordosten. Und ich glaube, das war's fürs Erste. Und die anderen Quests. Oh Gott, das sind nicht so viel. Okay, also bis zum nächsten Mal mit mehr Ultima 5. Jetzt geht's richtig los.